Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen und den neuronalen Netzen. Heute geht es wieder mal um Perceptron Learning und zwar um Varianten davon, wie ihr das Ganze ein bisschen verbessern könnt. Dazu mal als erstes das sogenannte Pocket Perceptron Learning. Was wir hier machen ist, wir machen ein einziges Mal W neu und was wir danach machen, also wir berechnen wieder wie jedes Mal, wie ganz normal bei dem Perceptron Algorithmus, berechnen wir diese neuen Gewichte hier. Und danach testen wir aber unser Ergebnis. Das heißt, wir brauchen noch eine zweite Menge an Daten, die wir nicht zum Lernen benutzt haben. Das heißt, wir spalten von unseren gegebenen Daten einen gewissen Datensatz ab und den lassen wir beim Lernen außen vor. So, und jedes Mal, nachdem wir ein neues Gewicht berechnet haben oder nachdem wir alle Gewichte neu berechnet haben, tun wir Folgendes. Wir prüfen diese Testdaten, nennt man die, die wir jetzt abgezweigt haben, ob der Fehler höher geworden ist als beim letzten Mal. Das heißt, wir berechnen insgesamt den Fehler. Dazu sagen wir einfach, okay, wie viele sind richtig klassifiziert? Das sind jetzt zum Beispiel 1000. Geteilt durch wie viele haben wir insgesamt? Das sind 2000. Auf den Testdaten jetzt nur, also wir haben insgesamt 2000 Testdaten, von denen wurden 1000 richtig klassifiziert. Gut, das ist quasi einfach nur Raten. Das heißt, unsere Gewichte waren am Anfang, ja, 50-50 Chance, war schon ganz in Ordnung. Okay, jetzt die neuen Gewichte, also da waren wirklich 50% dann falsch klassifiziert. Das heißt, der Error war 50%. Gut, jetzt berechnen wir einmal die neuen Gewichte und dann haben wir vielleicht nur noch einen Fehler von 25%. Dann berechnen wir die Gewichte nochmal neu und haben danach vielleicht einen Fehler von 10%, was wirklich extrem gut wäre. Also jetzt mal nur als Vorgriff für die neuronalen Netze, die machen das nämlich genauso. Okay, und danach machen wir das nochmal, wir berechnen nochmal neu unsere Gewichte, schauen wieder, wie viele wir falsch klassifiziert haben und das sind jetzt einfach mal 15%. Das heißt, wir haben mehr Fehler auf den Testdaten. Woran liegt das? Das liegt an Overfitting. Das heißt, unser Perzeptron oder generell unser neuronales Netz fängt an, auswendig zu lernen, unsere Testdaten. Das heißt, es kann sie schon so gut, dass wir einfach nicht mehr besser werden können, sondern nur noch auswendig lernen können. Und dann ist der generelle Fall auf den Testdaten, die wir nicht zum Lernen benutzt haben, der wird dann immer schlechter. Das heißt, wir gehen wieder zurück und sagen, okay, diese neuen Gewichte, die sind schlechter als die alten, also einen Schritt zurück, da wo wir 10% Fehler hatten und die behalten wir. Das reicht. Gut, das wäre eine Maßnahme gegen Overfitting. Falls ihr nicht wisst, was Overfitting ist, schaut euch am besten das Video dazu an. Okay, jetzt gibt es noch eine ganz verrückte Methode. Die ist noch krasser als das, was ich gesagt habe. Also jedes Mal, nachdem wir W neu berechnet haben, haben wir letztes Mal geprüft auf den Testdaten. Jetzt gibt es sogar eine Methode, die nennt sich Update After Every Data Point. Sagt eigentlich schon alles. Jedes Mal, also wir nehmen hier jetzt nicht die Summe über alle x, sondern, ich meine, die Summe, die kann man ja auch ausklammern, sondern unsere neuen Gewichte benutzen immer nur ein einziges x. Das heißt, wir nehmen ein x, berechnen das neue Gewicht. Wir rechnen nochmal ein x und berechnen wieder das neue Gewicht. Nochmal neues x und wieder das neue Gewicht. Das heißt, für jeden einzelnen Datenpunkt kommt hier auf dieses w etwas drauf. Ja, ist ein bisschen Overkill, hilft aber auch super gegen Overfitting. Das als zweite Variante dazu. Okay, die dritte Variante bezieht sich auf diese Funktion hier, dass wir einfach über alle falsch klassifizierten drüber summieren, das bleibt. Aber wir sagen jetzt hier nicht, okay, wir wollen minus w mal x, sondern wir wollen w mal x und das Ganze zum Quadrat haben. Huch, das sollte oben sein. Das Ganze hier zum Quadrat. Also sowas. Das ist dann zwar nicht mehr größer gleich 0, aber wir können es immer noch minimieren, was wir hier schon gemacht haben damit. Allerdings ändert sich die dann auch ein bisschen. Ja, das führt im Prinzip zu einer hübscheren Kurve im Prinzip. Aber muss auch nicht unbedingt sein. Das ist dann sozusagen nicht mehr J, das hieß einfach nur J aus historischen Gründen, glaube ich, sondern das ist dann tatsächlich eine Fehlerfunktion, also E kurz geschrieben. Und dann muss man halt auch E ableiten nach W und so weiter und so fort. Aber ich würde euch empfehlen, für das Perzeptron reicht euch diese minus W mal X Funktion, die reicht euch da völlig aus. Und mit weiteren Fehlerfunktionen werden wir uns wahrscheinlich das nächste Mal beschäftigen, glaube ich. Lasst mich kurz nachgucken. Ja, werden wir. Okay, sehr gut. Dann war es das heute schon wieder. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Ich weiß, war ein sehr kurzes Video, aber das waren so ein paar kleinere Sachen, die man noch machen kann an diesem Perceptron-Algorithmus,
Und ja, nächstes Mal geht es dann, wie gesagt, weiter mit ein paar anderen Fehlerfunktionen und ein bisschen mehr sogar noch. Okay, wir hören uns. Bis dann. Ciao.